Erlauben Sie mir, dass ich Sie kurz vorstelle? Also Sie haben, wie ich, vor einiger Zeit an der TU in München Bauingenieurwesen studiert. Genau. Und aber seitdem einiges noch anderes getan. Sie sind Professor mittlerweile an der Hochschule für Bauinformatik, sind Sie Professor. Sie sind Vorsitzender des deutschen Building Smart Chapters. Sie haben auch viele Jahre in der Wirtschaft gearbeitet für den Softwarehersteller Nemetschek. Und außerdem engagieren Sie sich in den BIM-Arbeitskreisen vom Verein Deutscher Ingenieure und auch beim Bundesverkehrsministerium. Sie sind also einer der Ansprechpartner in Deutschland, wenn es um das Thema BIM geht. Und daher nun gleich meine erste Frage: Wie sehen Sie das Potenzial des Standorts Deutschland im Hinblick auf Building Information Modeling? Ja, also eigentlich sehe ich das sehr gut, denn wir tun schon jetzt eine ganze Zeit lang ein paar Dinge, die in anderen Ländern in diesem Rahmen Building Information Modeling gehandelt werden. Es gibt zum Beispiel in England das COBE UK, und wir haben auf der anderen Seite das GAP-Format in Deutschland. Ja. Und eigentlich, was die Engländer so im BIM Level 2 erreicht haben, da sieht man eine ganze Reihe von Aspekten, die wir eigentlich in Deutschland schon machen, ohne dass wir es BIM nennen. Also sage ich mal, im Bereich der Digitalisierung, insbesondere wenn es darum geht, wie man Mengen aus CAD-Systemen rauszieht und wie man die dann auf der alphanumerischen Seite weiter behandelt, da sind wir eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt schon. Und da tun wir eigentlich schon seit vielen Jahren Dinge, die andere Länder jetzt erst durch BIM überhaupt entdeckt haben, was man da tun kann. Sonst in anderen Bereichen, sage ich mal, müssen wir aufholen. Es ist sehr lange hingewartet worden in Deutschland. Sage ich mal, dass man frühzeitig angefangen hätte, sich Erfahrungen zu sammeln. Da sieht man, dass da in anderen Ländern im Prinzip mit 10 Jahren Vorsprung mehr schon Erfahrung gesammelt worden ist. Generell sonst sind wir ja fachlich eigentlich, wären wir eigentlich super aufgestellt. Das IFC-Datenmodell ist maßgeblich von einem Menschen mitgestaltet worden, der Thomas Liebig, der hier in München wohnt. Hier bei unserem Institut zertifizieren wir die Software-Systeme, die IFC unterstützen. Ja. Hier im Institut unterstützen wir intensiv die Entwicklung des BCF-Datenformates. Also am Know-how liegt es im Land nicht. Es liegt nur daran, dass das Know-how, was wir haben, dass wir es in die Praxis umsetzen. Da sind wir ein bisschen langsam. Dann gibt es ja auch den Kritikpunkt, dass mit BIM sich der Planungsaufwand in die frühen Projektphasen verschiebt, in die frühen Planungsphasen. Und dieser Mehraufwand, der dann zum großen Teil auf die Architekten fällt, durch die HOI nicht bisher abgedeckt wird und nicht vergütet wird. Was sagen Sie da aus der Praxis? Stimmt das oder wie wird da bisher mit umgegangen? Und dann auch aus der Perspektive von Building Smart und den DIN-Gremien, in denen Sie auch sitzen, was sind da in der Zukunft die Pläne, wie damit umgegangen wird? Ja. Also es ist in der Tat so, wenn man einen eigentlich durchgängig gedachten BIM-Prozess aufstückelt in einzelne Phasen und die Aufträge phasenweise vergibt, dass es dann schwierig ist, tatsächlich den Honig zu saugen. Man dann natürlich, dann ist die Rolle bei den Auftraggebern, dass sie dafür Sorge tragen, dass die Daten auch durchgängig dann durch das ganze Projekt durchlaufen. Also diese phasenweise Vergabe, sage ich mal, kommt eigentlich sehr stark aus einer sehr traditionellen Denke heraus. Und man sollte schon mal darüber nachdenken, ob diese phasenweise Vergabe heutzutage noch zeitgemäß ist. Ob der Aufwand in frühen Phasen wirklich um so viel höher ist, das ist noch überhaupt nicht gegessen. Insbesondere wenn man eben digitale Methoden dazu verwendet, muss es nicht sein, dass man deswegen enorm viel mehr Aufwand hat. Insofern werden diese Kurven, die ja ursprünglich mal aus einer Skizze von Patrick McLeamy hervorgehen, also diese McLeamy-Curves, werden oft ein bisschen missverstanden, dass man da nicht viel Ressourcen vorne einsetzt und am Schluss gar keine mehr. Was Patrick McLeamy eigentlich viel mehr darstellen wollte, dass man vorher mal intensiver drüber nachdenkt und vorher die ganze Sache schon gesamtheitlich denkt. Es kann aber dann schon tatsächlich so sein, dass man verglichen zu den traditionellen Methoden, dass man am Anfang dann höheren Aufwand hat und dadurch andere Nutzen ziehen. Und darüber muss man sich dann tatsächlich unterhalten, wie man dieses Feld gerecht verteilt.
Dazu gibt es Überlegungen. Es gibt das sogenannte grüne Heft. Und die Leute, die an diesem, an dieser Dokumentation arbeiten, die denken momentan darüber nach, wie man diese Last gerecht verteilen kann. Das muss man auch irgendwie, sag ich mal, dokumentieren, damit wir ein Gefühl dafür bekommen. Ob man das so pauschal mit diesen Prozentsätzen oder mit Promille-Sätzen machen kann, das wird sich noch zeigen. Also da fehlt auch noch ein bisschen die Erfahrung. Mhm. Jetzt haben Sie eben gemeint, dass es wenig sinnvoll ist, bei BIM-Projekten das phasenweise zu vergeben oder dass man das überdenken muss. Mhm. Aber ist es nicht so, dass es auch daran liegt, dass an der deutschen Bau- oder wie die Baubranche aufgestellt ist, dass es wenig große Bauunternehmen gibt, die überhaupt in der Lage sind, ein Projekt als Generalübernehmer zu führen? Ja, ich sage jetzt nicht, dass das Ganze nur noch über Generalübernehmer laufen muss, aber es ist die Frage, warum man schon die Planungsphasen zerstückelt. Ja? Mhm. Es kann ja, ohne dass wir an der Baukultur etwas ändern müssen, ohne dass wir jetzt, sage ich mal, an der Firmenstruktur was ändern müssen, wäre es doch möglich, dass ein Planer in mehr als nur ein oder zwei Planungsphasen beauftragt wird. Klar, man kennt die Gründe, warum das so ist. Man trennt sich natürlich wieder leichter, wenn man irgendwie merkt, dass man nicht zusammenpasst oder dass ein Planer vielleicht die Aufgabe nicht ganz bewältigen kann. Das ist mit so ein bisschen der Hintergrund, warum phasenweise vergeben wird. Aber ich glaube, da kann man Antworten drauf finden, wenn man das möchte. Aber gerade bei diesem Austausch, den Sie jetzt eben beschrieben haben, ist es sehr wichtig, dass die Datenformate gut zusammenpassen. Ja. Was ist da noch notwendig, getan zu werden bei den BIM-Datenformaten und eben auch bei IFC, dass das reibungsfrei möglich ist? Oder liegt das mehr an der Umsetzung von den Softwareherstellern, wie sie die Datenformate einbinden? Ja. Also es ist so, das IFC-Datenformat bietet heute mehr als das, was in der Software bisher umgesetzt ist. Mhm. Das Ganze nur auf die Softwarehersteller zu schieben, ist zu einfach. Denn letzten Endes besteht momentan eine Unsicherheit in vielen Bereichen, welche Information muss denn tatsächlich wann von wem übertragen werden oder wer braucht eigentlich welche Information wann von wem. Also so grob weiß man es natürlich schon. Ja? Aber wenn ich dann wirklich reingehe und Daten austausche, dann muss ich es mal wirklich relativ exakt wissen, was ich da austausche. Das führt also dazu, dass wir, wenn wir das Ganze auf Basis des IFC-Standards machen, dass wir uns also aus diesem großen Datenmodell einen Teil rausnehmen müssen, wo wir sagen, für diesen Zweck nehmen wir diesen Bereich des Datenschemas und da mit Hilfe dieses Teildatenschemas tausche ich bestimmte Informationen aus. Man hat also jetzt momentan einen Zweck definiert, das ist der sogenannte Coordination View, der mit der IFC 2X3 zertifiziert wird. Das ist bei einigen Software-Systemen auch der einzige Knopf, quasi, wo Sie draufdrücken können. Sie sagen IFC Export und dann ist es das mehr oder weniger. Ja. Und das führt dazu natürlich, dass die Anwender das so gar nicht wissen, sondern die sagen, okay, IFC Export und jeder denkt sich, was dann dabei übertragen wird. Und wenn es dann beim anderen so ankommt, ist alles gut. Aber wenn der Sender eine andere Erwartungshaltung hat oder der Empfänger eine andere Erwartungshaltung hat, dann sind die Leute enttäuscht und sagen, das funktioniert ja gar nicht. Mhm. Ja. Das heißt, was wir tun müssen, wir müssen diese Austauschanforderungen beschreiben und müssen da rein und müssen wenigstens mal für typische Szenarien da nachhalten und da noch ein bisschen fleißig sein und diese Austauschanforderungen definieren. Dann können wir weitere sogenannte Model View Definitions definieren und aus dem großen IFC-Schema eben weitere Dinge verwenden, um dann IFC-Daten für einen bestimmten Zweck austauschen zu können. Und das ist die nächste Arbeit, die wir tun müssen. Ja, und außerdem sind ja auch die Produktspannen, die Lebensspannen von Immobilien jetzt länger als bei anderen Produkten. Ja. Und das Ziel von BIM wäre es ja auch, dass man dass keine Daten verloren gehen, sondern man das Gebäudemodell über den ganzen Lebenszyklus nutzen kann. Ja. Können Sie das abschätzen, ob das heute schon möglich ist? Also das ist das Thema Archivierung. Ja. Und da haben wir zwei Herausforderungen. Das eine ist die Herausforderung der Datenträger. Ja. Ich glaube auch Sie haben in Ihrem Leben schon mitgemacht, dass einige Datenträger, die nicht mehr gibt. Ja. Und wir sind also ja gerade eben schon dabei, dass wir unsere CDs anfangen zu vergessen. Und
sagen wir mal, von den Datenträgern, würde ich mal sagen, scheint die Hoffnung zu sein, wir packen das Ganze in die Cloud und irgendwelche Rechenzentren halten diese Daten ständig lebendig für uns. Ja. Bei dem ganzen Datenvolumen werden wir sehen, wie weit das funktionieren wird und ob wir wirklich dieses gewaltige Volumen auf diese Art und Weise ständig am Leben erhalten können. Das ist ja für die Menschheit auch eine komplett neue Situation, da gibt es ja keine Erfahrung in dem Bereich. Und das Ganze funktioniert natürlich so lange, wir uns untereinander gut verstehen und keine Kriege führen. Sage ich mal, für die Flüchtlinge momentan war die Cloud natürlich ein Segen, weil die haben keine CDs und keine Rechner mitnehmen können, aber ihre Daten konnten sie mitnehmen wenigstens. Mhm. Ja. Wenn wir in der westlichen Welt uns, Gott bewahre, aber irgendwann nicht mehr so gut verstehen, dann glaube ich, sieht es auch mit den Daten plötzlich dann sehr kritisch aus. Und da hat die Menschheit, glaube ich, momentan auch keine wirkliche Antwort drauf. Mhm. Das nächste ist das Datenformat. Und da muss ich sagen, da sind natürlich die Datenstandards eigentlich das Mittel der Wahl. Denn diese Geschichten sind wenigstens mal sauber dokumentiert und sie liegen in einer Form vor, in einer nicht-binären Form vor, sodass ich, also meistens halt in irgendeiner ASCII-lesbaren Form vor, sodass ich an diese Dateien auf alle Fälle immer rankomme nach heutigem Wissen. Also ich kann zumindest die Datei öffnen und wenn ich dann auch noch das Datenschema dazu habe, also die Gebrauchsanweisung, dann kann ich immer einen Informatiker hinsetzen, der aus dieser Geschichte wieder Informationen zieht. Mhm. Also insofern ist das, glaube ich, der Schlüssel für die Menschheit, dass man, wenn man über Archive nachdenkt, über solche Datenformate nachdenkt, wo man lange Zeit noch versteht, wie man sie wieder zu öffnen hat. Die kritische Frage ist, was speichere ich darin ab und was speichere ich darin nicht ab? Ein schönes Beispiel ist PDFA, ist also ein Archivformat von PDF. Und natürlich können Sie mit PDFA nicht all das abspeichern, was Sie mit der neuesten PDF-Version abspeichern können. Aber man hat sich irgendwann mal darauf geeinigt und hat gesagt, das ist die Information, die man denkt, die man auf alle Fälle braucht, wenn man ein Dokument später mal wieder öffnet. Mhm. Ja? Und so hat man sich auf PDFA geeinigt. Und über diese Sache müssen wir auch bei den Gebäudemodellen nachdenken. Was ist die Information, die wir später mal wieder brauchen? Oder was ist Information, wo wir sagen, okay, verlieren wir, aber wir haben dann irgendwelche andere Möglichkeiten, wenn es sein muss, da mal wieder ranzukommen. Auch das ist dazu gibt es auch keine endgültige Antwort, aber ich sehe eben Standard wie IFC als einen wirklichen Lösungsweg für diese Aufgabe. Ja, vielen Dank. Das ist ja jetzt auch schon meine letzte Frage gewesen. Wunderbar. Danke für Ihr Interview. Ja, vielen Dank für die Zeit. Ja, sehr gerne.